Was sollen wir dazu sagen? Eine turbulente Nacht haben wir hinter uns. Der ein oder andere wird es vielleicht live miterlebt haben oder heute Morgen extra ein bisschen früher aufgestanden sein, um zu erfahren, wie ist es denn nun ausgegangen. Aber es zeichnete sich ja schon ab, dass es wahrscheinlich eben nicht sofort zu einem Ergebnis kommt. Das sieht zumindest mal so aus, dass wir noch eine Weile warten müssen, bis da aus den letzten Ecken auch noch tatsächlich die letzten Stimmen dann eben kommen. So lange ist Zittern angesagt. Heute Nacht haben die Märkte ja durchaus schon mal intensiv darauf reagiert. Wenn wir uns das mal angucken, hier war Börsenschluss gestern. Also, das war das Ende. Und wir hatten dann im Laufe der Nacht deutliche Bewegungen. Hier sehr, sehr steile Aufwärtsbewegung, sehr steile Abwärtsbewegungen dann wieder. Und jetzt heute im Laufe des Vormittags erholt sich das Ganze wieder auf die alten, auf die letzten Höhen, die wir jetzt hier hatten. Also, da ist noch Unsicherheit gegeben. Die Marktteilnehmer wissen noch nicht so richtig, wohin sie gehen sollen, ob sie schon sich auf Trump einstellen können oder eben auf Biden. Und wenn man ehrlich ist, die Quintessenz, in welche Richtung der Markt geht, ist damit ja auch noch nicht ganz gefällt. Für viele steht natürlich Trump als derjenige, der die Börsen nach oben gebracht hat. Das wäre sicherlich erstmal der erste offensichtliche Impuls, der dann nach oben geht. Einige sagen, naja, auf der anderen Seite gibt es möglicherweise auf dem längeren Effekt dann vielleicht die besseren Aussichten, vielleicht sogar bei Biden. Ich halte mich da vorläufig noch mal raus. Ich denke mal, Trump auf jeden Fall würde wohl eher für einen positiven Aspekt an den Märkten aktuell oder dafür stehen zumindest mal. Ja, wie sieht es denn dann aus? Was soll man denn jetzt machen? Tatsächlich bin ich da auch noch zerrissen. Also was uns angeht jetzt, zumindest was die Indizes angeht, hier kann ich nicht wirklich was rauslesen. Was ich natürlich immer wieder sexy finde, ist, wenn sich hier dann mal kurzzeitig irgendwelche Chartmuster entwickeln, die wir dann ganz gerne ja sehen. Also Schub in die eine, Korrektur in die andere Richtung. Allerdings sind wir hier jetzt ein bisschen auf Ruhe erstmal eingestellt, denn wir sehen, dass durch diese steilen Flanken, die wir haben, die Situation eben noch genau nicht wirklich definiert ist. Also wir sind ja hier relativ schnell hier unterwegs, da werden wir noch mal gucken müssen, was es ist. Also ein bisschen Zurückhaltung tut da vielleicht sogar ganz gut. Soll man also jetzt gar nichts tun? Na, wie ich denke, ist eigentlich auf den kürzeren Zeitebenen dann mal zu schauen, ob wir eine klare Unterscheidung zwischen Impuls- und Korrektivbewegung hinbekommen. Ich habe hier mal den 5-Minuten-Chart beim Nasdaq. Auch der ist ordentlicher nach oben gegangen und das wird vielen Mut machen, ob wir vielleicht doch nicht mehr hier runter müssen. Müssen wir natürlich nicht. Also insofern, es ist schon denkbar, dass der Kurs jetzt auch weiter nach oben geht. Und solange der Kurs ja hier, wenn wir dann mal hier im Tageschart bleiben, eben steil auf dem Weg nach oben ist und alles, was wir dann auf der anderen Seite kriegen, eben nicht steil ist. Also eher dann irgendwie so eine ABC-Situation dann eben mit sich bringt und dann eben hier auf der Zwischenhöhe dann eben triggert. Das wäre dann das Indiz dafür, na, wenn wir Glück oder Pech haben, ich weiß noch nicht, wie wir es auffassen sollen, dann kommt der Kurs eben nicht mehr runter. Auch denkbar ist natürlich grundsätzlich gesprochen mal so eine Bewegung, die in etwa so aussieht, hier nochmal drüber geht und anschließend nochmal runter. Ihr seht, ich bin immer noch verhaftet in diesem Bild. Das wäre zumindest immer noch typisch und möglich und gangbar. Ich will das nicht heraufbeschwören, aber vergesst das nicht hier aus den Augen oder verliert das nicht aus den Augen. Das ist denkbar. Das heißt, ich bin überhaupt nicht gegen die Long-Seite, aber nicht dann jetzt hier nur vor Begeisterung. Es kann nur noch nach oben gehen und jetzt Nasdaq dann von mir aus hoch auf 15.000, 20.000. Möglich ist natürlich auch das, aber da dieses Bild gültig ist, bitte immer mit Positionsgrößen arbeiten, die entsprechend angepasst sind und auch gegebenenfalls mit Stops, um dann, wenn dann doch dieser Rücksetzer nochmal kommt, dann nicht in die Röhre zu gucken zu müssen. Aber wir wollen es gar nicht schlecht reden. Im Moment gibt es nicht wirklich Gründe dafür, auf die Abwärtsseite sich zu konzentrieren. Zumindest mal bieten das die Indizes nicht. Jetzt gucken wir nochmal auf den Dow Jones, wie das hier aussieht. Der hatte ja sogar das schönste Bild von allen eben gezeigt, weil er hier auf der Unterseite angekommen ist. Insofern haben wir hier die realistischste Möglichkeit eigentlich, dass der Kurs sogar sagt, wir haben doch fast alles gesehen, wir sind ein bisschen zu kurz gewesen. Also die Dauer war okay, wenn man das hier mal vergleicht. Wir sind ja außerhalb dieser Spiegellinie, das ist für uns immer so ein Grobindiz von der Zeit, vom Zeitablauf. In der Höhe sind wir ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja, gut, aber wollen wir es nicht überkritisch nehmen? Theoretisch hätten wir alle Voraussetzungen. Der DAX, der wird das mögen, denn der ist ja ebenfalls in dieser Situation, dass er eigentlich sagt, wieso, ich bin durch mit der Korrektur. Ich habe zeitlich und preislich alles gesehen, was ich sehen muss. Es gibt also kein
keine Notwendigkeit, dass ich nochmal später runter muss. Also wenn es nach dem DAX ging und wir haben es ja gerade gesehen nach dem Dow Jones, dann wäre ja sowieso der nächste Anstieg, die nächste Rallye gar nicht so unrealistisch. Das würde tatsächlich dafür sprechen, vorsichtig nicht ganz ernst zu nehmen, dass die Wiederwahl Trumps tatsächlich bestätigt ist. Denn wenn der Chart sagt, der Kurs muss nach oben, dann muss es wohl Trump sein. Nein, nein, vorsichtig, so funktioniert das Ganze natürlich nicht, sondern das ist immer eine Reaktion der Marktteilnehmer auf das, was tatsächlich gerade stattfindet. Wir werden also noch ein paar Tage zittern müssen, wie das Ergebnis ausgeht, um dann hoffentlich Klarheit zu haben, was es in Amerika mit sich bringt und auch ein bisschen Klarheit, was die Börse bringt. Der DAX ist so bullisch im Moment unterwegs, wenn er einen schönen wackeligen Rücksetzer mal intraday bringt, dann hätten wir die besten Voraussetzungen. Das werde ich natürlich super gerne auch anbringen im Trade des Tages. Meldet euch unbedingt dafür an, denn wann immer wir solche Situationen haben, die spannend sind umzusetzen, werden wir das da dann eben verkünden. Ihr kriegt dann auch eine Nachricht, also dass ihr dann Bescheid wisst. Dafür ist es aber wichtig, dass ihr euch anmeldet. Es ist kostenfrei, aber es nützt ja nichts, wenn ihr nur gelegentlich mal drauf guckt und dann ist das schon längst wieder vorbei, die Situation. Deshalb Trade des Tages hier unten runter den Link unbedingt mal angucken, ausprobieren und dann bekommt ihr die Informationen mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Nicht unbedingt für den DAX, sondern für den Markt, der gerade am spannendsten ist. Wobei der DAX der sich ganz gut anschickt im Augenblick. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, gutes Gelingen an den Märkten und ganz liebe Grüße.